Hallo, liebe Zuschauer, eine weitere Indie-Ecke. Ich begrüße euch zu Steampunk Tower 2. Tower Defense Game, eigentlich nicht so mein Genre, aber das hier, das macht einen ganz netten Eindruck. Vom Stil her gefällt mir das ganz gut und deswegen habe ich mir gedacht, ne, das zeige ich euch. Und auch, weil ich einen Key vom Entwickler umsonst bekommen habe. Das Spiel an sich kostet knapp 7 Euro bei Steam, ist also schon ein kleines Schnäppchen für alle Freunde von Tower Defense Spielen. Ich würde sagen, wir steigen ein und ich starte natürlich einen neuen Spielstand. Komplett in Deutsch, das ist schon mal ziemlich cool. Und das hier ist Lord Bertram Bingham. Ich grüße Sie, Kommandant. Ich bin Lord Bertram Bingham. Hier steht Bingham und da steht Bingham. Ne, ist ja egal. Willkommen zu meinem letzten Unterschlupf. Es ist eine Geheimbasis, die dazu geschaffen wurde, unsere Hauptwaffe zu unterstützen. Ein Flugzeugträger für einen großen Kampfturm. Ja. Dieser Krieg ist ein Testament meiner Fehler. Sehr schöner Spruch. Aber ich bin schon ein alter Mann und muss mich auf einen gekonnten Soldaten verlassen, diesen Fehler wieder gerade zu biegen. Und da kommen Sie ins Spiel. Der Kult muss zerstört werden. Welcher Kult? Keine Ahnung. Muss zerstört werden. Und da kommt Natalie. Die leider, ja, es scheint eine schwere Zeit zu sein. Und es gibt wohl kaum noch Stoff auf der Welt. Das sieht man hier an ihrem kurzen Rock, der gerade mal wirklich das Allernötigste bedeckt. Ich weiß gar nicht warum. Was haben sich die Entwickler nur dabei gedacht? Machen wir weiter. Lord Bingham, Kommandant, darf ich vorstellen, meine Chefassistentin, Natalia. Sie wird Ihnen mit allen Fragen und Aufgaben helfen. Gerne, aber die Situation ist dringend. Wir haben Aufklärungstruppen des Kultes nicht weit von unserer Basis gesichtet. Sie kommen auf uns zu. Das ist nicht gut, das ist inakzeptabel und Natalia wird mir helfen. So, das ist unsere Basis, ja, im Moment natürlich noch nicht allzu viel. Aber im Moment haben wir sowieso keine andere Möglichkeit, als in den Kampf zu ziehen. Jawohl. Es scheint wohl ein Entwicklerstudio aus Spanien zu sein. Zumindest fangen wir an, in Spanien zu spielen. Und nachher ziehen wir ganze Karte über Europa, bis nach Frankreich und dann nach Deutschland. Weiter nach Bolzger und dann nach Russland und Balkan. Ich habe keine Ahnung, wo es dahin geht. Ich habe Screenshots gesehen, das geht wirklich bis Zagreb. Whatever. Wahrscheinlich dann Mission nach Mission. So, zack, komm hier. Und, was hier? Einwendung, Luftflotte, Infanterietruppen. Sehr schön. Oh, das ist die Belohnung, die wir kriegen. 10 Schilder und eine Kiste. Sehr schön. Super. So, als erstes müssen wir dann die Waffen auswählen. Schwupp, die Wespe und die Wespe. Und damit ziehen wir jetzt in die Schlacht. Okay. Da, das ist dann wahrscheinlich unser Flugzeugträger, was der damit meinte. Ich habe jetzt gleich hier dieses Schwert abgeworfen. Das ist unser Turm. Unser Tower. Finde ich von Stil her richtig cool. Also, das ist schon cool. Das ist echt nice. Hopp. Und dann geht's los. Hier klicken. Da kommt dann die erste Welle. Und da die Welle jetzt von hier kommt, können wir natürlich hier die Wespe darüber ziehen. Können auch mal anklicken. Da sehen wir, das ist der Schussradius. Das ist soweit alles bekannt aus anderen Tower Defense Spielen. Das ist jetzt so nichts Neues. Aber der Stil an sich gefällt mir. Das ist echt ein Steampunk-Setting. Das finde ich schon mal ganz cool. Ich mag die Grafik. That's nice. So, die zweite Welle kommt von da. Dann geht man darüber. Ist ja wohl logisch. So, oh, hier. Ist am Dampfen. Haben wir hier oben. Das ist die Lebensenergie unseres Turms, oder? Ja, ansonsten. Jo. Kannst du mal ein bisschen vorspulen. Wenn man sieht, dass man es im Griff hat. So, und jetzt kommen natürlich zwei Wellen. Eine von rechts, eine von links. Dann gehen wir mal darüber. Rechts und links. Dann lassen wir die Wellen kommen. Oh, mit fliegenden Einheiten. Das wird mir jetzt nicht angezeigt, wie weit der Radius da ist, oder? Ja. Passt schon. Funktioniert das? Ja, funktioniert. Ist sowieso keine andere Möglichkeit. Okay, perfekt. So schnell geht das. Und dann werden wir mit Hubschraubern abgeholt. Nachdem wir die Truppen niedergemacht haben des Gegners. Sehr schön. Erfahrung plus 10 und eine Kiste. Was ist da drin? Viel Zeugs. Ist ein bisschen schade, wenn ich jetzt mit der Maus rübergehe, dann wird mir nichts angezeigt. Keine Tooltips. Also ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das sieht aus wie Munition. Ist hier Werkzeugschrott oder sowas? Naja, werden wir schon sehen. Zerstören Sie die Aufklärungsgruppe. Erledigt. Belohnung 250 Gold und 20 Schilder. Immer her damit. Oh mein Gott, der Turm wurde fast zerstört. Wurde er überhaupt nicht. Die Gegner waren nicht mal in der Nähe. Obwohl es nicht so viele Feinde waren, wurde der Turm in Einzelsteile zurückgebracht. Naja, das ist nicht wirklich. Machen Sie sich mit Abigail bekannt, Kommandant. Sie ist eine sehr talentierte Mechanikerin und der Erfinderin. Leider hat sie eine sehr scharfe Zunge. Das ist, weil ich mehr als alles andere arbeite. Geschütztürme, Türme, Konstruktionen. Sie haben mich mit der ganzen harten Arbeit beauftragt. Dafür wirst du auch bezahlt, Abigail.
Weil es keiner außer Ihnen hinkriegt, bitte versuchen Sie den Kommandanten zu helfen und zeigen Sie ihm, wie man Geschütze immer produziert und verbessert. Okay, okay, folgen Sie mir. Unauffällig. Okay, mach ich. So, einmal zurück, genau von mir, und dann hier. Das ist unsere Waffenfabrik. Okay. Zuerst kaufen wir ein weiteres Maschinengewehr. Ja, finde ich in Ordnung. Kann leider nichts anderes kaufen. Tutorial ist immer doof. Man sieht hier die geilen Sachen hier in der Axt. Das ist eine Axt. Müssen dann erst die Gegner rankommen? Ist egal. Kaufen wir die Wespe, die kostet 100 Kristalle. Betreten Sie das Labor, um die Kanonen aufzurüsten, aber fassen Sie nichts ohne meine Erlaubnis an. Ja, wir gehen, mache ich. Okay, hier sehen Sie alle verfügbaren Upgrades für jeden Turm. Wir benötigen eine bestimmte Anzahl von Details, um einen Zugang für jedes Upgrade zu erhalten. Okay, ziehen Sie das spezifische Detail per Drag and Drop in den Forschungsbereich. Das ist das, was wir gerade gefunden haben, ne? Okay, dadurch können wir jetzt was produzieren. Mann, dass mir das nicht anzeigt als Tooltip, das ist echt blöde. Klicke ich erst drauf und dann, ja gut, kann ich es wenigstens dann jetzt noch bestätigen. Panzerbrechende Kugeln, okay. Plus 1-1 Schaden. Okay. Sie machen das gut, Kommandant. Ha, guter Witz, Nathalie, guter Witz. Oh, bitte. Kommen wir zurück zum Geschäft. Die zweite Feindgruppe muss so früh wie möglich zerstört werden. Ja, Nathalie, kein Problem. Finden Sie mir nur ein paar Feinde, Kommandant, und ich zeige Ihnen, wie überschüssiger Dampf in den Geschütztürmen funktioniert. Oh ja, überschüssiger Dampf. Zurück zur Schlacht. Okay, wir sind fast fertig. Wir müssen eine Turm und eine Schlacht reparieren. Dieses Mal wird Abigail mit uns gehen und zeigen, wie man den Superschuss der Kanone benutzt. Ich kann dir auch mal meinen Superschuss zeigen, Nathalie. Zerstören Sie die zweite gegnerische Gruppe. Das machen wir doch. Was ist das hier? Die Villa. Oh Gott, was kann man denn hier alles noch aufrüsten? Gottes Willen. Hab gedacht, es wäre nur ein Tower-Defense-Spiel. Wird ja immer komplizierter. Oh, hier gibt es noch Victor. Cool. Und Elisabeth und Vincent. Die werden wir sicherlich auch noch kennenlernen. So, was willst du von mir? Oh, jetzt habe ich irgendwas gekauft. Das wollte ich gar nicht. Oh je. Was soll ich tun? Hier auch noch was? Neue Quests. Quest, okay. Zerstören die zweite Gegnerische Gruppe. Dann sollten wir das machen. Wir bestimmt hier machen, oder? Ja, dann da. Zack. Okay. Anerkennung. Das ist doch bestimmt ein Übersetzungsfehler, oder? Ich glaube, das sind eher jetzt die Truppen, die auf uns zukommen. Hier Infanterietruppe, sehr viele Infanterietruppen. Das heißt dann wahrscheinlich für uns sehr gefährlich, dieser Totenkopf. Und Luftleute und Prototyp eher nicht so. Bevor wir die Schlacht beginnen, sollten wir unseren Turm reparieren. Überprüfen Sie immer den Zustand des Turms. Ja, machen wir Reparatur, 60 Dollar. Können wir gerade noch so leisten. So, dann noch einmal die Wespe ausrücken, ausstücken. Das ist die jetzt mit der panzerbrechenden Munition. Nee, Moment mal. Ich will einmal zurück zur geheimen Basis. So, dann kann ich mich hier auch upgraden. Kann ich nicht, ne? Ah, Mist. Nein! Was passiert? Wo ist es hin? Warum? Was habe ich getan? Demontieren. Nee, mache ich nicht. Ach, keine Ahnung. Ich verklick's. Egal. War bestimmt nichts Wichtiges. Schade, können wir die anderen Waffen nicht upgraden. Aber gut, immerhin haben wir diese Wespe hier mit panzerbrechender Munition. Welche ist das? Das ist die da oben. Okay. Wäre ganz nett, wenn das jetzt irgendwie farblich gekennzeichnet wäre oder so. Und ich sehe, welche Wespe denn jetzt ein bisschen mehr Pep hat. Okay, Welle 1 von 4. Das hier ist die mit dem Pep, ne? Panzerbrechender Munition wird mir jetzt irgendwo angezeigt. Nicht wirklich, oder? Achso, hier doch Schaden 3 bis 4. Die anderen machen Schaden 2 bis 3. Okay. Soweit, so gut. Okay. Jetzt dürft ihr kommen, dann kommen die natürlich auch automatisch, warten nicht mehr auf uns. Hat die nicht vorhin irgendwas vom Superschuss gesagt? Hier mit überschüssigem Dampf und so? Was sind das denn für Leute? Dampfroboter? Die halten bestimmt mehr aus. Oh, mon Dieu, Dampfroboter. Oh je, die halten echt viel aus. Mit mir. Nicht mit mir.
dann da? Jetzt habe ich natürlich hier keinen dritten Platz, ne? Kann ich dich da hinstellen? Was soll das bringen? Was machst du? Oh nein! Ist ja jetzt... Oh! Munition? Wird da Munition aufgeladen? Ist das tatsächlich so? Jede Kanone hat eine Dampfleiste. Wenn die Kanone breit ist, sehen Sie ein blaues Leuchten. Klicken Sie darauf und ziehen Sie auf die Gegner. Okay. Okay. Ist tatsächlich so, dass da unser Dampf aufgeladen wird? Ist ja cool. Also mal gucken. Ist das jetzt die gelbe Linie, die hier aufgeladen wird? Nicht wirklich, oder? Verstehe ich nicht. Aber ich vermute mal, dass es dann trotzdem die Munition, die aufgeladen wird. Hier, die wird hier verbraucht hier. Munition und Dampf. Was bist du denn für ein Viech? Ach, du bist dieser Prototyp, ne? Du solltest keine Gefahr für uns darstellen. Sag ich jetzt einfach mal. Nein! Nicht auf uns schießen. Mistvieh. Okay. Interessant. Ja, manche Tower-Defense-Spiele sind dann doch ganz gut. So wie das hier, das mag ich. Cooles Setting. Coole Grafik. Das ist schön. Wieder viel Zeug gefunden. Ich will nur Tooltips. Ich brauche Tooltips. Was ist das? Sag mir doch, was das ist. Verdammt. Es ist bemerkenswert. Abby, deine Idee, überschüssigen Dampf in Geschütztürmen zu verwenden, ist wirklich erstaunlich. Ich vermute, wir sollten diese Technologie auf alle Arten von Geschütztürmen anwenden. Sicher, würden Sie mir erlauben, den überschüssigen Dampf in der Basis zu benutzen, um eine Sauna zu bauen? Ich wollte schon immer eine Sauna haben. Eigentlich eine gute Idee. Nach der nächsten Aufgabe. Hurra! Da freut sie sich, die Abigail. Super. Sehr schön. Zack. Belohnung annehmen. Neues Level. Okay, dadurch können wir neue Gebäude bauen anscheinend. Schweres Kanonenlabor, Blitzlabor, Segenwerferlabor. Ja, Segenwerfen, sehr gute Waffe. Raketenlabor, mittleres Quartal. Das heißt bestimmt Quartier, oder? Achtung, Kommandant. Wichtige Informationen über die Basis. Labore ermöglichen die Produktion von Geschütztürmen neuer Art. Wohngebiete bringen Geld. Oh, okay. Die Verbesserung der Hauptfabrik führt zu einem Anstieg des technologischen Levels der gesamten Stadt. Hör lieber zu. Alter Mann. Abby. Anders gesagt sind wir bereit, schwere Waffen herzustellen, aber wir müssen vorher ein Labor für schwere Geschütze bauen. Ja, ist doch okay, können wir doch tun. Doch kein Problem. Wenn wir Kohle haben, dann bauen wir das alles. So, neue Quests. Achso, einmal zurück, genau. Laboratorien sind sehr wichtig. Ich kann keine Kanonen im Arsenal ohne neue Forschung bauen und aufrüsten. Für den Moment brauchen wir ein Labor mit schweren Kanonen. Fangen wir an, sie zu bauen. Laboreinrichtung für den Entwurf, für den Proben. Erprobung von Kanonen, die auf Technologie der schweren Artillerie basieren. Kostet uns ein Zahnrad, zwei Schilder und 150 von diesen grünen Dingern. Wenn wir das hier oben angezeigt, werden wir nicht drüber fahren. Ja, weil wir wahrscheinlich immer noch im Tutorial sind, kann das sein. So, was gibt's hier zu tun? Jetzt können wir schwere Kanonen produzieren. Das ist doch nice. Yes, eine Axt. Bam! Um unsere Ausgaben zu decken, könnten wir als Söldner arbeiten. Ich habe einen Auftrag für Sie. Die Fanatiker des Kultes bedrohen die Einheimischen. Ich schätze, wir sollten ihnen helfen. Ja, das schätze ich auch. Weil es eine Belohnung gibt. Für dich auch, Nathalie. Cool, ich kann meine neuen schweren Geschütze testen. Aber ich bin Abigail und habe eigentlich eine ganz andere Stimme. Aber halten wir es von dem alten Knacker geheim und teilen die Belohnung dann. Hihihihihihi. Nein, Abby. Ich weigere mich. Wir kämpfen zusammen gegen den Kult. Wir können uns nicht erlauben... Ja, ja, braves Mädchen. Ja, okay, die beiden, na, scheinen sich doch zu mögen. Soll ich das jetzt hier aufpimpen? Nein, kann ich nicht, weil ich wieder hier hin muss. Verdammt, die Korruption hat halb Europa ertrennt. Ja. Ja, auch wenn es in der Zukunft spielt. Es war schon damals, also heute so. Von Zeit zu Zeit werden wir zufällige Missionen erhalten, in denen wir mit der Kultarmee, Fanatikern oder Rebellen kämpfen sollten. Oder können. Infanterietruppen hätten wir da auf Luftflotte. Ist okay, okay. Oh, drei Kisten gibt's. Sauber. Zack, komm hier rein. Und einmal die Axt, die installieren wir dann dort. Kann ich jetzt wirklich nicht, wenn ich zurückgehe?
sagen, komm hier, vielleicht Wespe verkaufen, demontieren oder neue. Bau mal die Axt hier. Und sonst kann ich nichts mehr. Okay. Jetzt haben wir zwei Äxte. Das sollte doch schon mal... Das. Moment, das klingt wie ein Plan. So, zack. Machen wir alles weg. Dann haben wir eine Axt dahin. Und eine Axt dahin. Die Wespe mit dem Panzerbrechner geschossen. Und auf der anderen Seite die Wespe. So, und reparieren natürlich. 16. Können wir uns gerade noch erleiden. Oh ne, das ist das Geld. Genau, das Geld und hier das grüne Zeug. Ich nenne es jetzt einfach mal Tiberium. So. Da wollen wir mal gucken. Oh, neues Setting. Hier klicken. Na dann, auf geht's. So. Mal die Welle ranrücken. Oh. Mal sehen, was die Axt macht. Bin gespannt. Boah, okay, Flächenschaden. Das ist okay. Ein schnelles Gewehr, ein etwas langsameres Gewehr, also mit der Axt. Das sollte passen. Ein bisschen Schaden werden wir wohl nehmen, weil sie jetzt gleich angreifen können. Oder auch nicht. Das hat gerade nochmal hingehauen. Ist das hier oben? Sterne? Ah, ist okay. Das ist wahrscheinlich die Belohnung, wenn wir mit der Lebensenergie über diesen Sternen bleiben. So, da ist einmal, sehe ich gerade, wieder aufgeladen. Der Steam. Wenn wir dann benutzen, wenn wir das brauchen, dann sieht das nicht so aus. Also, da ist Steam auch aufgeladen. Sehr schön. Kanonen brauchen Munition, um das nachzuladen. Oh, damn it! Jetzt habe ich das nicht zu Ende gelesen. Das ist so doof. Okay, da muss man auch drauf achten. Habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet? Das ist natürlich wieder bläde. Oh, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Zack, du bist fertig aufgeladen. Zurück bitte noch einmal kurz zurück mit mir. Dann hol Munition. Komm hier, nachladen. Mann, das dauert auch länger bei der Waffe. So, gucken wir mal, dass wir das Ding jetzt gleich noch einsetzen. Also diesen super Schuss. Nice. Ach, ich mag das Spiel. Und das sagt jemand, der normalerweise Tower Defense Spiele gar nicht mag. Das ist jetzt eine blöde Idee. Nein, fliegt doch nicht alle in meinen Turm rein. Was ist los mit euch? Ah, schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Und, hat das noch gereicht? Für den zweiten Stern? Anscheinend. Jo, guck mal einfach mal, was wir da drin haben. Geld. Super. Noch mehr Geld. Und Munition und noch so ein paar Ringe und weiß ich nicht was. Gest erledigt. Söldnerarbeit. Sehr nice. Wunderbar, wunderbar. Belohnung annehmen. Wunderbar, wunderbar. Eigene Nachricht, Sir. Lord Bingham, Sir, es ist Victor. Unser geheimes Projekt ist in Gefahr. Der Kult dringt in Portugal ein. Aber mein Geschütz ist noch nicht bereit und ich fürchte, sie können uns finden. Victor over. Victor hat leicht feminine Züge, finde ich. Naja, was soll's. Anscheinend sollten wir meine Investitionen beschützen und Victors geheime Waffen verteidigen. Hat der auch so ein Ding wie wir? So ein Fluggerät mit einem Schwert dran? Ich weiß nicht. Geheime Waffe? Warum weiß ich nichts davon? Wer ist dieser seltsame russische Typ? Victor ist russischer Ingenieur. Dann hätte ich also Victor spreche in Museum mit russisch Akzent. Er hatte ein großes militärisches Projekt für die spanische Generäle, bevor sie in den Kult verbündeten. Okay, das Projekt wurde eingefroren. Ja, okay. Geheime Waffe, eine große Sache. Meine geheime Waffe ist schon einsatzbereit. Ich zeige sie dir in meinem nächsten Kampf.
Okay, aber das ist nicht mehr in dieser Episode. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Muss ich dann spielen? Ah, Moment mal. Die gesamte Zone ist ein Gebiet Portugals. Ist das westliche Land Europas. Das westlichste Land Europas. Ja. Ist das so? Ich würde fast sagen, wenn man jetzt... Das ist Längengrad, ne? Nach Längengrad geht, dass Irland weiter westlich liegt? Muss ich gleich mal nachgucken. Der Einfluss des Kultes ist gering. Kostet uns 1000. Erforschen wir natürlich. Und jetzt haben wir auch Zugriff auf Portugal. Und ja, der hat auch so eine geile Waffe. Tatsächlich. Das kann ich dann alles anklicken hier. Aber man kann so vieles machen. Ich mag das Spiel. Doch, das ist echt nice. Das ist nice. Ich mag das. Da ist doch eine ganze Menge drin. Aber ich würde sagen, lassen wir es an der Stelle gut sein, liebe Zuschauer, für heute. Das ist Steampunk Tower 2. Gibt's bei Steam. Und wenn ihr dazu mehr sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Schreibt's in die Kommentare und Daumen nach oben. Und schickt mir Geld und viele Geschenke und so. Und dann können wir hiervon vielleicht nochmal eine halbe Stunde dranhängen. Und gucken, was noch so passiert. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.